Hallöchen und willkommen hier zurück zur Sterbehilfe 2018. Unglaublich, ja, ich bin doch mal alles wieder am Start. Mensch, wir haben die letzte Zeit so oft die Mappe bekommen. Oh ja. Unglaublich. Und naja, wir sind hier im, ich weiß gar nicht, wo sind wir denn eigentlich? Hier im Manawald? Wie heißt das denn hier? Nee, wir sind in dem reinen Land. Stimmt. Wir sind im Rheinland. Und da steht auch, im reinen Land werden Randy, Prim und Popoy von einer freundlichen Stimme in dessen Tiefen geführt. Mhm, ist total super mit der freundlichen Stimme, die hätte uns ja auch mal vorwarnen können. Und beim letzten Mal ist hier eine Treppe aufgegangen und hier geht's erstmal nach oben. Mal gucken, ob wir den gleich wieder richtig aufs Maul kriegen. Aufs Maul kriegen. Ich glaube schon. Erstmal hier diesen komischen Clown da. Ja, wir haben auf jeden Fall auch gleich wieder Level Up. Ich habe gerade schon mal nachgeguckt. Irgendwie 2000 XP fehlen noch. Oh, verdammt. Ah, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, dass ich jetzt alle erwischt habe. Ja, außer dass es halt nicht wirklich effektiv ist. Nee, das war jetzt auch eigentlich nicht geplant, aber das eine Ding ist kaputt. Aua. Und irgendwer hat gerade das Level Up bekommen. Bestimmt Popoy. Nee, nicht Popoy, Prim meinte ich. Dann hast du auch gleich Level Up. Ja. Weil ich mach aus meine. Ja gut. Nein, ich bin tot. So viel zu, ich mach's mal heiler. Achso, wir haben da hier den Magieschutz drauf. Achso, dann kann ich jetzt, warte mal noch, Dings kann ich zaubern, wieder mit dem kann ich. Ja, ja, das geht. Du hast ja den Schutz eh verloren. Och, Randy. Was ist denn hier schon wieder los? Boah. Gott. Ich wechsle mal wieder auf Popoy. Uiuiui. Na, wir haben leider noch. Müssen wir kurz Randy in den Schokolade im Kopf werfen? Ja. Mach ich gleich mal. Moment. Oh Gott. Au. Eine Schoki für Randy. Die können sie sich auch mal teilen. Thanks. Hallo, als wenn du hier jemals eine Schokolade geteilt hättest. Ja, das stimmt. Was soll ich sagen? So, ist der Schutzzauber jetzt eigentlich weg? Das ist immer das Problem. Wenn du erstmal Kontermagie gezaubert hast, dann... Sieht man das nicht irgendwo im Menü oder so? Nee. Dann gehen wir jetzt weiter. Komm, Moment, wir werden sehen. Ich buffe erstmal, bevor wir in den nächsten Raum reinstürmen und dann da es in die Hose geht. Du weißt, dass, also wenn man unvorbereitet ist, dann geht das wieder voll in die Hose. Das stimmt. Und das können wir uns nicht erlauben. Oh je. Oh, das sah ja ein bisschen zittrig aus. Mhm. Tattrig. Hat tattrig. Nicht gedrungen heute. Aua. Mann. Ah, da war mein Level Up. Sehr schön. So, nochmal kurz rauf. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das ist unten der Weg, wo man dann rauskommen können. Der andere Weg vorne. Wenn wir nichts lang gegangen wären. Das kann sein. Randy, geht's fett, Mensch. Oh. Ja, so Level gehen ja auch relativ zügig. Aber ja. Ist auch gar nicht so verkehrt. Sehr schön. Okay. Willst du dann nochmal unten gucken gehen? Ja, kann man machen. Einfach zur Bestätigung. Ach, nee. Ich geh jetzt gar nicht raus. Naja, okay. So viel zur Theorie. Mhm. Oh. Wir kommen jetzt hier links bestimmt wieder ein Drache. Lass mich raten. Na, wirklich? Ich hab so ein Déjà-vu irgendwie. Mal wieder. Oh. Wenigstens können wir wieder speichern. Also wir hatten jetzt einen Eisdrache. Ja. Einen weißen Drachen. Also, das ist ein Eisdrache. Okay. Dann kommt das bestimmt ein Feuerdrache. Oder hat sie gerade irgendwas gesagt? Nee. So, schnell hier wieder was raus. Und noch mehr. Autsch. Immer eins raus hier. Okay. Oh, der Pilz hat Kontermagie, den kriegen wir auch so kaputt. Ja, ich wollte gerade ganz einfach kaputt hauen. Jetzt aufladen. Oh, was? Hier ist so ein Igel irgendwo mehr hier. Da ist er. Da ist er einfach hingemogelt. Was freche Stück. Ah. Dass das noch gezählt hat. So, war der blöde Pilz weg? Nee, ne?
Der lebt noch, oder? Na, zumindest hat er sich nicht mehr gezeigt. Also ich denke mal, der ist weg. So, ich hau uns mal hier wieder ein bisschen Buffs drauf. Mhm. Help us, Luna! Help us! Moon Saber! Und heile mal durch die auch nochmal. Ja. Moment. Kriegst ein Stück Schoki. Ja. Ja, damit. Mann, füttern. Das macht effektiver. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt trainier. So. Komm, ich bin hier noch voll aufgeladen. Komm her. Oh, ich komm grad nicht weiter. Shit. Komm. Daneben! Oh. Hast du richtig gut gemacht? Ja, hat sich richtig gelohnt. Hallo, Drache. Ja, dann hau. Oh, der sieht aber krass aus. Ich mach mal ganz kurz so. Ja, das ist ein Feuerdrache. Da glaube ich nicht, dass du mit Feuer weiterkommst. Nee, dann mit Frost. So, Freundchen. Oh. Du siehst ihn nicht. Kackitbox. Darf ich erstmal zaubern? Nein. Doch. Nö. Punkt. Hm? Und wie heißt du denn? Einen Schaden hast du gemacht, der ist richtig gut. Besser als kein Schaden. 500, ja, sehr schön. Komm, dann gleich nochmal. Ja, ja, Nebel doch rum und gleich noch ein. Immer raus damit. Ein roter Drache. Ja. Oh, da musst du gleich nochmal nachbuffen, ne? Ich lass sie einfach zaubern. Lass mich mal machen. Der kommt eh zu nüscht. Ja. Na komm. Zeig dich. Na, ist er jetzt down? Na, ja, noch nicht ganz. Einmal noch. Na komm. Da ist er. Hallo. Ich bin's, der kleine Hunger. Mhm. Drachengüppchen. Mhm. Oh, lecker. Ey, das ist aber total cheesy hier, finde ich. Ja, hallo. Weißt du, vorher stirbt man hier an diesen Mini-Mobs und die Gegner hier, also die richtigen Bosse, die können nichts. Meinst du, es sind 4 Drachen, die wir besiegen müssen? Oder ich weiß, ich habe keine Ahnung. Für jeden Zauber ein? Nee, das glaube ich nicht. Das würde mich wundern. Mhm. Na, was gibt's? Welcher Orb ist es? Handschuh-Orb. Das war schon ewig nicht bekommen, aber benutzt ja auch keiner von uns. Da oben, oder? Nee, wir müssen raus. Wir müssen ja wieder zum, zur freundlichen Stimme zurück. Mhm. Die sich jetzt ja verarscht hat. Komm einfach durch. Mhm. Einfach durch. Das habe ich beim letzten Mal schon gehört und dann ging ich voll in die Hose. Continue on. Du musst weiterziehen. Mhm. Ich glaube auch. Ui, ui, ui. Oh, 286. Oh, schon nett. Komm, den kriegen wir ja auch kaputt. Kannst aber den Geist kaputt zaubern. Der nervt erst schon mal rum. Ach, komm. Der Geist lebt noch. Na? Ach, jetzt. Atemstufe. So, ich glaube nach oben. Ja, aber generell auch schon die ganzen Waffenlevel und sowas leveln dauert ja schon ewig. Mm. Also dadurch, dass wir jetzt so viele Magiestufen haben und Waffenstufen und keine Ahnung, dauert das echt ewig. So, das Vieh ist kaputt. Den kriegen wir auch so kaputt. Oder auch nicht. Hallo. Herr Igel. Na, ich sag mal so, solange die nicht versteinern, ist alles in Ordnung. Ja. Weil das Versteinern macht halt so viel Schaden. Oh, da ist noch so ein römischer Kleiner. Den wir jetzt nicht sehen. So, dann nochmal den Typen da. Ach nee, verdammt. Ach, sind 2 Igel. Oh. Na, die Igel kommen von dem komischen Dingens da hier. Von diesem. Na, wo ist der denn? Ne, der ist tot. Achso. Der Magiefritze. Ah, ich glaube, da ist nichts mehr. Alles tot.
Nö, doch nicht. Ach, diese entspannte Musik. Mhm. Viel zu entspannt hier für alles. Oh nein, was? Popoi. Nimm Kelch. Ich hab echt grad. Nee, mach mal. Nimm mal Kelch. Ich habe echt gerade geheilt. Uiuiui. Oh, shit, ich war Randy mir gerade weitergelaufen. Ganz großes Kino. Zurück oder egal? Nee, ist egal. Da gab's eh nichts. So, alle kaputt hier. Oh, eine Kiste. Hallo. Ja. Bleib stehen. Okay. Schattenwichte? Ich hab keine Ahnung. Das hatte ich schon mal gehabt, als ich gelevelt habe, hier die ganze Magie und sowas auf dem Berg oben beim Weißen. Aha. Aber ich habe keine Ahnung, was der Schattenwichtel macht. Vielleicht kann man den beschwören. Wahrscheinlich klaut er Geld oder so. Vielleicht. Na? Komm, das kriegen wir so kaputt. Warte mal kurz, hier drüben, mal kurz hier oben gucken. Da geht's nicht weiter, sehr schön. Ui, Zauber wird abgeklungen. Manuel Buffen. Protect us, no? Defender! Es ist leider schade, dass die Magiestufen noch nicht höher gehen als Stufe 7. Wir hätten jetzt schon locker wieder Level gemacht. Weil die ganze Magie wir ja verbrauchen. Hallo, Freunde. Da kommt bestimmt gleich der nächste Drachen oder so. Ein Igel. Wow. Oh, zwei Igel. Wendy ist... Ach nee, ich dachte schon, Wendy ist tot. Nee, er ist versteinert. Oh, hässliche Klaue. Aua. Da kam ich nicht mehr weg. Oh je. Oh je. Knappe Kiste. Du hast gleich nochmal eine volle Packung gekriegt. Aber ich habe dich gerade voll geheilt. Ja, du siehst doch. Ich kam da halt nicht weg. Ich komme auch schon wieder nicht weg. Na, weil du gleich loszauberst. Dann stehst du mal mittendrin. Na? Reicht noch nicht. Diese Klaue. Guck dir an, wie die einfach da rauf geht, ey. Das ist so krass. Ist das Ding jetzt tot? Die Klaue ist weg, ja. Ja. Besser ist. Komm, du Pilz, jetzt hier. Na? Aber Randy ist auch echt so nutzlos, muss man sagen. Ja. Also ich weiß nicht, ob die... Ich bin mir sicher, dass die Dings damals nicht so katastrophal war, die KI. Ich muss mal kurz gucken, ob die Waffenstufe, also ob ich da ausgelevelt habe. Gerade, wo ist denn das Lanze? Ja, bin ich durch, oder? Ne, das ist Stufe 5 von 8. Ach nee, shit, oh Gott. Falsch geguckt. Ich mich irritieren lassen von den Punkten. Na. Wobei, wenn er jetzt Stufe 8 steht, also quasi das Maximum, dann frage ich mich, was die nächste Aufrüstung schon mit 25.000 bedeutet. Mhm. Ah, wenn hier auch. Stufe 4, Wahnsinn. Schon wieder abgeklungen. Ja, ist wirklich Wahnsinn, wie schnell der Schutzzauber weg ist. Aber das Problem ist, ohne Schutzzauber brauchst du ja gar nicht vorwärts laufen, hast du ja gesehen, krieg ich so hart aufs Maul. Wo lang? Ich hab keine Ahnung, ich würde mal trotzdem vermuten nach oben. Lass es mal nach oben gehen. Ja. Ich glaube. Vielleicht zwei. Aua, Mann, der blöde Pilz. Hab mich gestunt. Renn einfach hoch. Renn. Ich komm nicht, wenn du nicht mitkommst. Oh Gott, Popoi. Oh, Mann, hallo, ein Boss. Verpräge die Traufe. Ey, echt. Warte, hallo, das ist ein Blitztypi, da willst du einen Blitzlot machen, oder was? Achso, ich habe gerade was anderes gelesen. Egal. Ui. Hallo, wer bist du denn? Elektroschockarte. Bestimmt Erdmagie, oder? Aua. Popoi. Also, du bist tot. Popoi. Erde. Mhm. Aua.
Quatsch. Der falsche Zauber. Let's go, Dryad. Ja, zum Glück können wir wiederbeleben, ey. Ja. Das wäre richtig am Arsch. Und vor allem damals hatten wir ja noch eine Itembegrenzung von 4. Ja. Aber ich, wie gesagt, bin mir sicher, dass das damals nicht so hardcore war. Was hast du denn eigentlich gerade abgekriegt, dass du so schnell tot warst? Das ist ein Elektroschock-Atem. Wie viele Points hat der? Oh, gar nicht. 4.500 oder so. Okay. Your turn, no? So, mal gucken. Ja. Und gleich nochmal was hinterherhauen. Erdrutsch. 500. Okay. So, bloß weg da. Achso, warte mal. War der jetzt nicht draufhauen, idealerweise? Okay. Achso, der zaubern kannst du, aber okay, der hat uns hauen. Ja gerade gezaubert mit Blitzsäbel. Nicht, wenn wir jetzt hauen, dann machen wir wahrscheinlich keinen Schaden. Protect us, Gnome! Crumble! Crumble! Stone Saber! Ah, Herr Popoy getroffen. Instant tot, ey. Wie viele Kelche haben wir noch? Weiß ich nicht. Nicht mehr so viele. Los! Materialisiere dich! Warum ist man denn immer instant tot, wenn der... Achso, Moment, ich bin ja hier wieder. Falsche Person. Die Kunde. Ich guck mal kurz nach, wie viele Kelche wir noch haben. Ja. 7. Na gut. Na, ist okay. So, Kumpel. Warte mal kurz. Ich glaube, ich schau mal hier, dass wir hier so einen Schutzzauber drauf kriegen, weil sonst sind wir gleich wieder Geschichte. Let's go, Dryad! Your turn, no? Oh, jetzt kommt ein Elektroschock-Atem. Ich hoffe, das hilft. Ansonsten sind wir am Arsch. Ich hoffe auch. So, nochmal hier. Ich glaube, der liegt gerade auf... Nee, das hilft nicht. Also man ist direkt weg. Oh Gott. Aber das Gute ist, wenn es dich trifft, kann ich ihn wiederbeleben. Ja, das ist gut. Wenn es dich trifft, dann hätten wir ein Problem. Du hast okay. Keinen Mana mehr. Naja, gut, eine Nuss. Dann nehmen wir halt eine Nuss. Ein Nüsschen. Zum Glück hat das gezählt, weil ich dachte schon, gerade weil das so grün aufgeblitzt hat, dass die Nuss abgewehrt wurde. Boah, das wäre aber, das wäre abartig. Ja, das wäre schon schön. Ja, richtig schön. Kann mir nichts Besseres vorstellen. So, Popoy, bist du am Start hier? So, du wirst jetzt auf jeden Fall gleich mal direkt loszaubern. Ja, mach ich. Mit deinen 5 Mana. Ey. Naja. Du solltest mal eine Nuss nehmen, auf jeden Fall gleich. Ja. So, sie kommen. Aber vielleicht ist er auch jetzt down gleich. Nee, wahrscheinlich nicht. Komm, einmal kann ich hier noch direkt. Und dann gönne ich mir jetzt gleich das Nüsschen. Nein! Da ist er weg. Magie abgewehrt. So ein Bob. Ja, aber guck mal, du brauchst ja kein Mana. Ja, zum Glück. So, achso, dann warten wir mal. Uiuiui. Ui, ui. Ja, der ist ein bisschen anspruchsvoller als die anderen. Ah, toll. Wozu? Die gute Nuss, weißt du, aber du wolltest ja unbedingt mal draufzaubern. Ja. Nachdem du die Nuss gefuttert hast. Ja. Es gibt aber ganz schön viele Bosse in letzter Zeit, muss ich sagen. Also wird irgendwie gar nicht schon mehr echt auf. Hardcore. Bravo. Wieder einmal haben wir gesiegt. Wer auch sonst, ne? Na? Noch ein Handschuhorb oder? Das Schlimme ist, die Mana-Festung kommt ja erst noch. Okay. Also ich könnte wetten, da kommt noch ein Boss. Mhm. Shane und Shane und Drache oder so. Ja. Ich nehme mal den Geist. Mann. Ja. Wieder mal total zielsicher heute. Help us, Luna. Moon Saber. Au. Na? Alle tot? Nein. Jetzt, oder? Ja, sehr schön. Oh, das gleiche Spielchen nochmal.
Jetzt geht es ja schön um den Berg rum nach oben, glaube ich. Mann, Triton. Also du kannst auf jeden Fall erstmal immer die Geister machen. Ja, klar. Die treffen wir ja so auch nicht. Oh, das ist ja noch einer. Was hat denn dich da getroffen? Ich glaube, es ist ein Magiesog hier von den Viechern. Der lebt immer noch da unten? Ja, das wundert mich, ehrlich gesagt. Was ist mit dem los? Komm jetzt. Und den anderen auch gleich hinterher. Hä? Achso. Ja, der hatte bestimmt nur noch 2 Hitpoints. Total verschwendet. Bam! So, wir buffen uns mal ganz kurz wieder, denn man weiß ja nicht, was hier kommt, wenn du gleich in den nächsten Raum reingehst. Bestimmt wieder der nächste Boss. Mhm, toll. Aber da kriegen wir ganz viele Orbs. Da können wir ja erstmal 150 Millionen ausgeben. Beim Schmied, oh ja. Die Speicher mal gehen dann nach links. Ich sagte, es sind bestimmt 8 Drachen. Nein, das glaube ich nicht. Hallo, das wäre ein bisschen. Drück mal bitte. Entschuldigung. Es trudelt nämlich. Ja, ja. Nein, das ist jetzt der letzte Drache bestimmt. Das war erst der dritte. Ja, es gibt keine 8 Drachen. Ja, dann halt 4. Glaube ich nicht. Warum sollte das so sein? Weiß nicht, wie in den ganzen Zauberschulen, die es so gibt. Quatsch. Oh, schon wieder so eine hässliche Klaue da oben. Weg da, Popoi. Schutzstufe. Sehr schön. Den hauen wir auch noch weg. Also wir können rein theoretisch nach oben gehen, weil ich glaube, da ist nämlich der nächste Boss. Aber warte mal, ich buff uns mal ganz kurz noch, bevor wir da reinstürmen. Randy. So, liebe Leute, dann schauen wir ganz kurz nach. Hallo Drache, bist du denn für ein Drache? Elektroschock. Na, dann wieder Erde. Ja, dann bist du. Aua. Der macht aber nicht so viel Schaden. Noch nicht. Nee, bei dem Gigas warst du ja direkt tot. Oh, komm, zeig dich. Los. Da ist er. Ah, wie gesagt, hat er alles verfehlt. Ich hau einfach wieder alles raus, ne? Ja, ja, immer auf da. Popoi macht das schon. Die Kleine. Einfach hintereinander raus. Schön ein bisschen nach oben. Ja, die Bosskämpfe waren damals auch schon nicht herausfordernd, muss man mir auch mal sagen. Aber es ist ja auch nicht so eine Zweck der Sache. Nee, nee, ne? Es geht ja um die Story. Es geht ja um ein ganz anderes Zeug drumherum. So, komm. Einmal geht noch. Wie der einfach überhaupt gar nicht vorankommt. Der macht ja nichts. Wird doch super. First Strike. Rumble. First Strike. Ne? Rumble. Das war ja ein schwerer Boss hier. Das war ja wirklich Strike. Rumble. Rumble. First Strike. Ach ja. Mensch, da haben wir uns ja richtig bemüht. Dafür gibt es gleich wieder Hardcore Small, wenn wir rauskommen. Pass auf. Spätestens der Mana-Festung ist dann richtig zappenduster. Oh. Na los. Bumerang-Orb. Das ist doch nur gemacht worden, damit wir die Orbs vollkriegen. Nee, also ich glaube, die meisten Orbs muss man eh in der Mana-Festung dann farmen. Defender! So. Das Schlimme ist nur, Randy ist tatsächlich mit seinem Schwertskill noch nicht so richtig weit vorangekommen. Der hat gerade mal Stufe 4. Nix. Und für den Endboss brauchen wir halt dann Schwert. Die volle Stufe? Naja, das macht halt keinen Schaden. So, schnell durch. Nee, 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 schnell durch ist hier nicht. Du weißt, es geht immer in die Hose. Ja. Oh, weil ich da auch jetzt gerade festhänge, ne? Die blöden Pflanzen da. Au. Naja. Endlich mal versteinert.
Aua! Da kommt immer hierher und kämpft hier vorne. Da ist noch der Kaminigel. Okay. Du kannst übrigens, wenn du mal so wenig Lebenspunkte hast, auch mal das Live-Leech nehmen. Na, ich hab das doch nicht. Als Zauber, natürlich. Hä? Bei Undine, glaube ich, oder? Ich kann sowas nicht. Ich habe nur, Ich habe einen Energiesog, ja. La, 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 Den habe ich noch nie benutzt. Healing Power of Undine. Cure Water. Thanks. Guck mal, Stimme. Wir haben es wieder geschafft. Continue on. Du musst weiterziehen. Ui, ui, ui. Wer weiß, wo uns das hier noch hintreibt. Where are we? Oh. Wir sind ganz oben. Juhu. Tja. Look. Der Mana-Baum. Wow. Da ist er. That must be the mana tree. Spring einfach mal in den Wald. Now all you gotta do is revive that mana sword and get out of here. This feels like I'm dreaming. Did we really do it? You made it. I'm glad I met you. And you too, for that matter. Diese Begeisterung. What can I say? You guys would have been lost without me. Das stimmt allerdings. So much has happened to us in such a short time. Without you guys, I never would have made it. Thanks. There's one last job to do. If the mana tree can restore the sword, that fortress won't stand a chance against us. Let's go! So, wir bekommen ja auf jeden Fall noch dann das Yin und das Yang. Mhm, okay. Für die Verzauberung vom Schwert. Feast your eyes upon the power of the mana fortress! Fire! Oha. Oh nein! Der Controller eskaliert. Ja. Hilfe! Landen wir jetzt in der Festung? Come. Oh. Awaken. Where are we? Die sind so süß. Irgendwie schon. Wait. Where's the Oh nein, der Mana-Baum ist kaputt. Oh Gott. Drat! Thanatos gave us the slip again. And we were so close. What's going to happen to the world now? Dylok is... I have been awaiting your arrival. It is I, the Mana Tree. Guardian Die Mana Baum. Of this world. Do not despair. Even without physical form, I am still with you. The resurrection of the mana fortress has used up most of the world's mana. Soon all the mana beasts in the world will be transformed into one giant creature. This great mana beast is the only one who can bring mana back to the planet. But the rapid decrease of mana has caused the beast to descend into a crazed frenzy. If the beast attacked the fortress, the world would not survive the encounter. The only way to avoid this tragedy is to first defeat the mana beast with the sword. Tyrandius liegt in deiner Hand. Only those with the blood of the Mana Tribe in their veins can wield the Mana Sword. Glubsch. Die Augen. Your father, legendary Tazakin Knight Fain, was to retrieve the sword, but... 15 years ago, Saren sought to defeat the evil Emperor, but he was badly wounded. With the last of his strength, he journeyed to Potos to retrieve the mana sword, but he never made it. You mean that ghost I saw by the falls? That was my father?
Yes, it is true. Your father was the legendary knight, and I was his wife. Your mother. Toll, die stammt von einem Baum ab. We are of the Mana Tribe. Members of our tribe are fated to become the Mana Tree. Kein Wunder, dass er ein Holzkopf ist. For future generations. Others, like your father, inherit the Mana Sword to fight the evils that threaten peace and prosperity. You must stop the fortress. Its stores of mana are nearly gone. You could penetrate its shields. With the last of my energy, I will call upon the seeds of mana to once again resonate with your sword. I am sorry. I was never there to care for you growing up. Mother! Wait, is that really you? But what happens without the mana tree? No! We finally meet and now this? Talk to me! Mother! Mother! Oh no! Mother! Warum sagt er nicht Mom oder so? Snap out of it! Your mom gave us hope! Don't let her last moments go to waste! It's tough, but we're all dealing with our own losses. Sis ain't got a mom, and neither do I. Sorry. I'll be okay. The Mana Tribe, huh? I've got big shoes to fill, but I'll protect the world like my mother and father. Now you're talking! That's why you're my number one subordinate! Die Kleine, ey. Yeah, I don't know why, but it almost feels like I met my own mother. She's here in my heart, just like your mother's in yours. That's the spirit! You guys ready? Aber hallo. One, two, three. Alright. Alright, weiter geht's, Mensch, liebe Leute. Unglaublich, Mensch. Da ist ja einiges passiert hier. Mhm. Der Mana-Baum ist nicht mehr. Mhm. Kaputt. So, und da stehen wir wieder und haben eine riesige Aufgabe vor uns. Oh ja. Die Last auf unseren Schultern wird erdrückend. Wird immer schwerer, auf jeden Fall. Aber wir machen an dieser Stelle ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Episode wieder auf dem Weg in die Mana-Festung, bewaffnet mit dem total aufgeladenen Schwert. Da räumen wir richtig den Laden auf. So, wir gucken mal ganz kurz nach, aber wir haben immer noch nicht den letzten Zauber. Da sagt eigentlich das schon nah. Wir gucken ja, das mal ganz wollte kurz ich auch gerade nach. Fragen. So, der Mana-Baum wurde durch den Angriff der Festung zerstört. Doch durch die Hilfe der Mana-Göttin konnte das Schwert seine Kräfte vollständig zurückerlangen. Randy erkennt, dass er zum Mana-Stamm gehört und es seine Aufgabe ist, das Mana zu beschützen. Er fasst den Entschluss, der Schreckensherrschaft von Thanatos ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Ja, wie gesagt, große Aufgabe, die da auf uns wartet. Oh ja, wir werden auf jeden Fall vorher mal noch ein bisschen aufrüsten gehen, ein bisschen neue Rohstoffe kaufen. Neue Tränke, neue Schoki und alles so ein Kram, ne? Vor allen Dingen Schoki. Beim nächsten Mal wieder. Genau, also dann, ihr Lieben, macht's gut und bis denne.